Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu Baba kocht. Heute möchte ich euch ein sehr leckeres Dressing-Rezept präsentieren, und zwar machen wir heute ein asiatisches Dressing mit Honig, Senf und Knoblauch. Die Zubereitung ist wirklich sehr simpel. Wir brauchen nur 5 Zutaten. Da wären Öl, Senf, Wasser, Honig und Knoblauch, ganz fein gehackt. Wir könnten jetzt auch hier noch mit Essig arbeiten, aber das würde einfach zu sauer werden. Essig haben wir schon genug im Senf mit drin. Lasst uns auch schon direkt mit der Zubereitung loslegen. Wir geben alles in eine Schale. Öl, Senf, Wasser . Natürlich einen guten Honig. Und Knoblauch. Der sollte wirklich ganz fein gehackt sein. So sieht das Ganze aus. Das vermischen wir jetzt, bis sich alles schön emulgiert. Unser leckerer Salatdressing ist nun fertig. Er hat sehr gut emulgiert, wie ihr es auch schön sehen könnt. Diese Rezeptur werdet ihr sicherlich aus chinesischen Restaurants kennen. Und eins sage ich euch, das schmeckt genauso gut, wenn nicht sogar noch besser. Die komplette Rezeptur werde ich für euch in den Informationen und in den Infokarten verlinken. Ja, liebe Zuschauer, ich bedanke mich herzlich fürs Zuschauen. Ich hoffe, wir sehen uns auch das nächste Mal wieder mit einem neuen Rezept, mit einem weiteren Video. Also, haut rein, ciao mit V, euer Wawa. Macht's gut.